das Volk ein bisschen unterhalten, richtig, ja? Was gibt's Neues in der Welt? Was sieht man da? Ja, da sieht man die Anna Trebko. Die Anna Trebko hat etwas Fürchterliches gemacht. Sie hat, glaube ich, 18.000 Euro für die Oper in Donetsk gespendet. Ja, das geht nicht. Wie alle wissen, in Donetsk gibt es nur Terroristen und natürlich keine Oper und sicherlich keine Opernsängerinnen. Also gut, Trebko hat gemeint, das sind Frauen, die haben mit mir eigentlich gesagt, studiert. Ne? Wir sind dort in Donetsk und man muss sie unterstützen. Österreich hat mal ein bisschen verlangt, man sollte hier die Staatsbürgerschaft aberkennen. Ja, etwas mehr zu der Ukraine. Also, ich verstehe Russisch, ich verstehe etwas Ukrainisch. Und wie die Zustände in der Ukraine sind, in der Ostukraine, auch in der Westukraine, möchte ich an einigen Beispielen schildern. In einer Provinzhauptstadt namens Zaporozhye. Zaporozhye, in der Nähe steht das größte Atomkraftwerk überhaupt Europas. Das war jetzt in den Nachrichten mit einer Panne, richtig, ne? Und die Hauptstadt, also Zaporozhye, ja, hat natürlich einen Bürgermeister, richtig, ne? Also wie jede Stadt. Jetzt, vor einer Woche, ist eine Gruppe bewaffnete, ca. 100 Mann, ins Rathaus einmarschiert, unter der Leitung eines Führers. Sein Name ist Ljaschko. Er ist ja Vorsitzender der radikalen Partei in der Ukraine. Er hat ca. 8% bei der letzten Wahl gewonnen. Na und der Ljaschko mit seinen starken Männern, ja, die sind direkt natürlich zum Bürgermeister mit einem Vorschlag, er verzichtet auf seine Funktion zugunsten dieser Partei. Naja, der Bürgermeister hat sich natürlich geweigert, hat sich irgendwie ausgeredet auf die Verfassung und so Kleinigkeiten. Aber die starken Männer rundherum, also mit diesen war nicht viel Spaß. Nach einem Tag hat der Bürgermeister abgedankt und diese Provinz gehört jetzt der radikalen Partei mit dem größten Atomkraftwerk Europas und mit der russischen Mehrheit. In dieser Provinz haben die Russen die Mehrheit. Also man kann sich vorstellen, wie es weitergehen wird. Ein anderes Event, ein Fall. In Kiew, in einem großen Konzertsaal, gibt es eine sehr populäre ukrainische Pop-Sängerin an Abend. Aber sie ist verschrien, weil sie auch in russischen Fernsehen auftritt. Also sie ist natürlich nicht patriotisch. So. Jetzt organisieren wieder der rechte Sektor organisiert eine Gegendemonstration und es sind auch Journalisten zur Stelle und die Journalisten entdecken eine russische Kollegin, die mit einem russisches Fernsehen arbeitet. Sie wird zusammengeschlagen, einfach so vor Beginn der Vorstellung. Das waren nicht Svoboda oder rechter Sektor, das waren die journalistischen Kollegen. Gut, ein anderer Fall. In Westukraine, also ganz in der Nähe der ungarischen Grenze, hat man russische Spione entdeckt, und zwar in großer Zahl. Die wollen sich von der Ukraine, von Kiew, auch separieren. Ja, also schickt man natürlich den Geheimdienst und verhaftet so viel wie möglich. Das ist in der Westukraine. In der Ukraine selbst. Da ist die Frontlinie ganz im Osten. Auf der einen Seite der Frontlinie leben Russen, auf der anderen Seite auch. Es wird täglich
irgendwie so ganz random, ganz zufällig geschossen mit Raketen und mit schweren Geschützen. Also auf diese Städte Donetsk und Lugansk. Das gehört irgendwie zu dem Waffenstillstand. Ein ganz anderer Fall. Die Bürgermeisterin der Stadt Slavyansk. Slavyansk ist auch in der Ostukraine bis jetzt besetzt von der ukrainischen Armee. Wurde verhaftet, sowieso schon vor einem Monat. Und ist irgendwo im Gefängnis. Man will den Prozess machen, weil sie das Unabhängigkeitsreferendum damals im März unterstützt hat. Also sie hat das nicht verhindert, als Bürgermeisterin in der Stadt. Und ja, also in der Ukraine selbst ist die Atmosphäre des Misstrauens, also jeder misstraut dem anderen. Ich rede jetzt von der sogenannten provinzlichen Ukraine. Ein Oligarch kämpft gegen den anderen und mit allen Mitteln. Und natürlich, die Leidtragenden sind die ganz normalen Leute wie du und ich. Ein Oligarch, Akhmetov, seine Fabriken sind in Mariupol. Mariupol ist die Grenzstadt, ist noch ukrainisch besetzt. Hat ein paar Millionen gespendet als humanitäre Hilfe für Donbass, also für den russischen Teil. Ne? So, das hat einige Wochen gut funktioniert. Also Konvois mit Lebensmitteln und so von Kiew und Kharkov nach Donetsk. Jetzt lese ich, dass man diese Konvois beschossen hat und man will sie verhindern. Man will jetzt den Oligarchen anklagen, weil er gegen die ukrainische Verfassung ist. Und das Allerbeste. Unser Bubi am Außenminister, der Kurze, hat jetzt verlangt, als Lösung des Ukraine-Konflikts, dass man die Verfassung irgendwie ausbessert, irgendwie modifiziert. Also, Leute, ich sage euch, egal was in der Verfassung steht, im realen Leben in Ukraine, geht natürlich alles anders. Also, ja, wenn wir bei unserem Bubi Außenminister sind, noch etwas anderes, dieses Islamgesetz. Naja, man muss eines sagen, auf den ersten Blick ist es diskriminierend. Es gibt keinen Katholikengesetz, das den Katholiken etwas Besonderes vorschreibt. Es gibt auch keinen Buddhistengesetz, das den Buddhisten irgendetwas verbietet. Es gibt also Islamgesetz. Gut, auf den ersten Blick ist das ein Blödsinn. Aber auf dem genaueren, wenn man näher hinschaut, sieht man, dass der kleine Bubi, Außenminister, seine Schule nicht beendet hat. Denn Verbot der Finanzierung aus dem Ausland, kann man natürlich wahnsinnig leicht umgehen. Also, wo Saudi-Arabien direkt die Imame bezahlt hat, heute direkt, wird man sie natürlich in einem Jahr bezahlen über irgendeine österreichische Firma namens Morgenräte. Die ist natürlich im Besitz von einigen saudi-arabischen Geschäftsmännern. Also diese Einschränkungen in diesem Islamgesetz kann man so leicht umgehen in der heutigen Zeit, ist das kein Problem. Also, an sich ein Blödsinn. Ne? So, wer hat noch eine schöne Idee? Kann reden.